Manchmal liegen sie unter der Oberfläche, die Kostbarkeiten der Vergangenheit, der Gegenwart oder auch der Zukunft. Hier in Altheim werden sie zutage gefördert. Beginnen wir mit der Vergangenheit. Das römische Weltreich hat hier seine Spuren hinterlassen. Wer hätte einst gedacht, dass der Name der Stadtgemeinde Altheim dermaßen passend wäre? Doch dann wurde tatsächlich ein altes Heim bzw. die Reste dreier Landhäuser aus der Römerzeit gefunden. Im Freilichtmuseum Weilerding sieht man heute die Nachbildung der Grundmauern des Badehauses einer Villa Rustica. Ganz modern mit Fußbodenheizung. Und was für eine Aussicht! Kein Wunder, dass sich die alten Römer hier wohlgefühlt haben. Heute würden sie sich vermutlich hier wohlfühlen. Im Badehaus der Gegenwart sozusagen. Die Temperatur des Badewassers im Schwimmbad wird während der Saison auf rund 29 Grad gehalten. Möglich wird das durch die Energie des Altheimer Thermalwassers. Auch dafür wurde tief gegraben. 104 Grad heißes Wasser wird aus einer Tiefe von mehr als 2000 Metern gefördert. Mit einer speziellen Turbine wird damit Strom erzeugt. Und mehr noch. Zwischenzeitlich sind über 700 Haushalte und alle öffentlichen Gebäude mit dieser umweltfreundlichen Energie beheizt. Eine weitere Nutzungsstufe ist die Ökostromproduktion. Wir erzeugen 500 kW Ökostrom, die wir ins Netz der Energie AG liefern. Somit ist Altheim eine umweltbewusste Stadt. Altheim wurde mit dem Pilotkraftwerk zu einem der Vorreiter für diese Art der geothermischen Stromversorgung in Europa. International bekannt sind auch ansässige Firmen, zum Beispiel zwei, deren Geschichte schon seit mehr als 150 Jahren eng mit Altheim verknüpft ist. Während die Firma Wiesner Hager seit Jahrzehnten für hochwertige Möbelproduktion steht, hat sich die Firma WIHAG auf Tragsysteme und Dachelemente in Holzbauweise spezialisiert und gehört damit zu den führenden europäischen Anbietern im Ingenieurholzbau. Doch auch wenn Bauen mit Holz hier Tradition ist, für diese prächtige Eiche besteht keine Gefahr. Mehr als ein Jahrhundert breitet sie nun schon ihre Krone über dem Dr. Weinlechner Platz aus. 1899 wurde sie zu Ehren des in Altheim geborenen und in Wien tätigen Chirurgen und Kinderarzt Josef Weinlechner gepflanzt. Übrigens findet auf diesem Platz auch der Christkindlmarkt statt. Für andere Veranstaltungen wie Faschingsumzug oder Stadtfest wird wiederum der Stadtplatz genutzt. Durch die Umfahrung in Altheim haben wir an Lebensqualität und Verkehrssicherheit sehr gewonnen. Die Bürgerinnen und Bürger freuen sich, ihre schönen Häuser den Gästen und Kunden zu zeigen. Weiters werden unsere großen Veranstaltungen wie Faschingsumzug und Stadtfest auf einem verkehrsberuhigten Platz durchgeführt. Auch die örtliche Wirtschaft hat an Infrastruktur dazugewonnen, weil die Betriebe wesentlich besser erschlossen werden. Ein kultureller Tipp: Die Pfarrkirche St. Laurenz ist einen Besuch wert. Beeindruckend darin sind die Stuckdekorationen von Johann Michael Vierthaler, die Wandmalereien oder die größte Denkmalorgel des Innviertels, die Louis-Moser-Orgel aus dem Jahr 1845. Seit 1645 gibt es übrigens die sogenannte kleine Brauerei mit dem großen Bier. Die heutige Brauerei Raschhofer ist seit 10 Generationen in Familienbesitz. Und wer weiß, vielleicht hatten ja die Altheimer damals besonders großen Durst. Sie haben auf jeden Fall noch eine zweite Brauerei. Mitte des 17. Jahrhunderts wurde auch sie gegründet, die heutige Privatbrauerei Wurmhöringer. Über einen Mangel an Gerstensaft kann man sich in Altheim also nicht beschweren. Kein Wunder in einer Region, die auf Genuss Wert legt. Altheim gehört nämlich zur Genussregion Innviertler Surspeck. Hauchdünn muss er aufgeschnitten werden, sagen die Altheimer. Und dann kommt er als Jause oder in Form von Surspeckknödeln auf den Tisch. Das Besondere bei der Herstellung: Der Rückenspeck wird geschnitten und in Salz eingedreht und in einen Behälter eingelegt und mit Knoblauch Oberseite Schicht für Schicht aufgeteilt, dass er die richtige Würze und Geschmack nach ca. 6 Wochen erhält. Schon bei der Aufzucht der Schweine gibt es entsprechende Qualitätskriterien. Es ist wichtig, dass die Schweine langsam gefüttert werden. Die Fütterungszeit dauert doppelt so lange wie bei normalen Mastschweinen. Und im Endeffekt erhält man eine sehr gute Qualität vom Fleisch.
Wer sich einmal so fühlen will wie Brad Pitt in dem Film »Aus der Mitte entspringt ein Fluss«, steigt am besten in die Mülheimer Ache und lässt die Rute tanzen. Fliegenfischen ist hier möglich und dazu ist eine besondere Wurftechnik nötig. Ästhetisch und kunstvoll sieht es aus, wenn man es kann. Fliegenfischen ist mehr als ein Hobby. Es ist eine Leidenschaft. Aber natürlich gehört da sehr viel Übung dazu, bis man die Wurftechnik heraus hat. Beim Fliegenfischen kommt es vor allem auf den Wurfrhythmus an. Eine gestreckte Schnur, den Weg der Rutenspitze und das perfekte Timing spielen natürlich eine sehr große Rolle. Und Fliegenwerfen ist natürlich Gefühlssache. Darum können das Frauen genauso gut machen wie Männer, da man auch nicht so viel Kraft braucht, um einen perfekten Wurf setzen zu können. Um nicht nass zu werden, trägt der erfahrene Fliegenfischer eine Watthose. Und mit einer anderen Hose geht's zu einem anderen Hobby. In diesem Fall ist es die Radlerhose, denn durch Altheim führt der Römerradweg. Womit wir wieder zurück auf den Spuren der alten Römer wären. Über deren Geschichte, ihre Lebensweise und die Ausgrabungen in Altheim kann man sich im Ochzett-Haus informieren. Das Römererlebnismuseum in einem der ältesten Bauernhäuser der Gemeinde bietet Geschichte als Mitmacherlebnis. Unser Museum wird hauptsächlich von Schulklassen aus dem oberösterreichischen und bayerischen Raum besucht. Die Schüler werden durch Museumspädagoginnen eingeführt in das Leben der Römer und können nach dem Schlagwort Learning by Doing selber vieles angreifen, begreifen und so römische Geschichte kennenlernen. Außerdem sind in unserem Museum die Funde der Archäologen dargestellt, die einen Einblick in die römische Geschichte vor 2000 Jahren geben. Durch die Entdeckung alter Gebäude wurde die Vergangenheit wieder lebendig. Durch Rohstoffe aus tiefen Erdschichten werden Gebäude heute mit Strom und Wärme versorgt. Und in der Zukunft, klar ist, auch da werden die Altheimer weitergraben, um die Basis für etwas Neues zu schaffen.